Hallo, das Mikrofon funktioniert wunderbar. Willkommen zurück zu einem Vlog. Ich habe das Gefühl, man sieht in diesen Vlogs einfach, wie ich immer mehr auseinanderfalle gefühlt. Ich habe gerade eben den Vlog gesehen von dem ersten Tag meiner Masterarbeit und da sehe ich so frisch aus. Meine Haare sehen so gut aus und inzwischen bin ich einfach nur froh, wenn ich sie nicht regelmäßig waschen muss, weil das zu viel Zeit kostet. Es ist Dienstag. Gestern war nämlich so busy, dass ich vergessen habe zu filmen. Aber ich wollte diese Woche einfach mal wieder einen kleinen Vlog machen. Ich hatte Corona vor, ich glaube, 2 Wochen inzwischen oder 3 Wochen. Ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen her. Und ich habe dann die Woche danach keinen Sport gemacht und so. Und ich musste die Woche danach dann erstmal so ein bisschen wieder auf mein Leben klarkommen gefühlt. Ich habe dann gleichzeitig aber auch meine Methode zum Funktionieren gebracht, die Woche nach Corona, was super, super gut ist. Das heißt, jetzt gerade bin ich so richtig im Dickicht der Datenerhebung. Es ist sehr viel los, deswegen mache ich unheimlich viel Laborarbeit zurzeit, aber ich dachte, ich nehme euch mal in so eine Woche mit, die so busy ist. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, es ist gar nicht mal so lang oder ich versuche meine Labortage immer so zu gestalten, dass ich nicht super ewig im Labor bin, aber dadurch renne ich dann, wenn ich da bin, die ganze Zeit rum und versuche halt möglichst kurz Mittagessen zu essen. Also ich nehme mir selten eine Stunde, es sind eher so 20 Minuten und ich mache das auch ganz gerne, weil dann kann ich hoffentlich am Ende ein bisschen früher gehen, um noch am Abend irgendwie Sport zu machen oder irgendwie einen Ausgleich zu haben. Und das ist gerade das, was es sehr auslaugend macht. Und das merke ich so ein bisschen. Zurzeit sind wieder super viele Praktikanten da. Das heißt, ich nehme die große Kamera wieder nicht mit. Das habe ich nur gemacht im Sommer, als das Praktikantenbüro quasi komplett leer war und ich alleine war. Gegen Weihnachten bin ich wahrscheinlich wieder alleine. Dann kann man wieder die große Kamera mitnehmen. Aber jetzt lasse ich sie mal da, weil ich werde sie da nicht benutzen vor Ort. Kommt einfach mit diese Woche. I'm so tired. Hallo, ich komme mal hier ins Voiceover mit rein, weil ich weiß, dass es super verwirrend sein kann, einfach so komische Laborsequenzen zu sehen, vor allem wenn man keine Ahnung hat, was ich mache. Und deswegen, wenn ich so ins Labor komme, dann habe ich so eine Art Taskmanager. Ich habe ja im Video von letzter Woche so ein bisschen erklärt, wie ich meine Masterarbeit plane und wie ich sozusagen meine Prioritäten für jede Woche setze. Und wenn dann meine Woche beginnt, dann schaue ich natürlich genau auf diese Prioritätenliste und sehe dann, aha, okay, diese Woche sind meine Prioritäten zum Beispiel Materials and Methods schreiben. In dieser Woche war es vor allem auch Daten sammeln und auch abzuklären, wie ich meine Datenanalyse mache, also einen Weg oder einen Code oder sonst noch irgendetwas zu finden. Und das mache ich jetzt diese Woche. Das heißt, jetzt habe ich angefangen eben mit Daten sammeln. Daten sammeln bedeutet für mich nämlich einfach super viele Experimente machen und deswegen beginnen wir den Tag erstmal mit ganz viel Laborarbeit, aber natürlich auch kleinen Sachen wie hier zum Beispiel mit Wasser auffüllen, weil das so die Tasks sind, die man zwischendurch einfach machen muss. So, dann geht es jetzt am Nachmittag weiter mit den Experimenten. Ich habe am Vormittag mein eigentliches Experiment in Gang gesetzt. Jedes Mal, wenn ich unter das Mikroskop gehe, beginne ich die richtige Datenaufnahme sozusagen. Ich mache ein 24-stündiges Timelapse. Das bedeutet, meine Zellen sind 24 Stunden unter dem Mikroskop und es werden quasi konstant Fotos gemacht. Und am Nachmittag habe ich dann mein nächstes Experiment in Gang gesetzt. Und dafür brauche ich immer insgesamt 3 Tage Vorbereitung. Also es ist schon ein bisschen frustrierend, weil es auch bedeutet, dass ich nicht so viel testen kann, wie ich es ganz gerne machen würde. Das ist halt sehr aufwendig, aber das gehört auch bei Labor eben dazu. Hello, wir sind wieder zu Hause. Mein Tag ist tatsächlich ein bisschen kurz geraten, also es ist tatsächlich erst 16:30 und ich arbeite jetzt von zu Hause weiter. Mich haben nämlich zum allerersten Mal meine Periodenunterwäsche, hat nicht richtig funktioniert und ich musste Hose wechseln. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt im Vlog erzählen soll oder nicht, weil manche finden das vielleicht peinlich, aber ich muss sagen, mir ist das gar nicht peinlich. Ich finde es auch super wichtig, dass wir das normalisieren. Frauen haben eine Regel und manchmal ist diese Regel deutlich stärker als sonst und da kann es einfach mal passieren, dass man sich fehlkalkuliert. Ich habe um ehrlich zu sein das Gefühl, dass Corona das verändert hat. Also
Mein Zyklus war jetzt auch 10 Tage länger, als er normalerweise ist. Came with a vengeance. Mich juckt's in den Fingern, hier aufzuräumen, weil es sieht wirklich furchtbar aus in der Wohnung. Das ist einfach so ein bisschen der Nebeneffekt davon, dass gerade im Labor so viel los ist. Erst die Arbeit, dann aufräumen, dann ins Gym gehen. So, und oh, warte, Copyright Music. Was wir jetzt machen, ist tatsächlich einfach an der Masterarbeit schreiben. Ich versuche nämlich jetzt gerade immer, wenn ich eine gute halbe Stunde oder so habe, was ich jetzt habe, ist jetzt 4:45, da kann ich jetzt nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde was schreiben. Ich habe ja dieses, wie ich meine Masterarbeit plane, Video, habe ich ja letztens gemacht und jetzt bin ich eben in der Woche, wo Materials and Methods eben eine Priorität ist, also versuche ich das immer reinzuquetschen, wenn es bloß geht und es geht voran. Okay, wir haben eine Seite geschrieben. It's something. Sind ja nur Methoden, deswegen ist es relativ easy, so runterzuschreiben. Zumindest jetzt auch gerade so Zellkultur, also so Maintenance-Sachen gehen super schnell. Jetzt geht's ins Gym. Ich muss sagen, wenn das Wetter so schnell dunkel wird, wenn es so früh dunkel wird, ist meine Motivation immer sehr, sehr, sehr schwer. Ich muss mich immer sehr aufraffen. Wir gehen ins Gym. Ich habe auch schon meine Leggings eben angezogen. Also ich bin ready. Ich werde mich jetzt fertig umziehen und dann fahren wir hin und wir werden diesen Körper betätigen. Das ist nämlich gut für unsere Mental Health und alles mögliche andere Sachen, auch wenn ich keine Bock habe. Guten Morgen, ich mache mich mal nebenher fertig. Ich gehe heute statt ins Gruppenmeeting tatsächlich zum Arzt. Was für ein schöner Morgen, wenn man aufwacht. Beziehungsweise ich bin schon ins Bett gegangen mit der Nachricht, dass eventuell russische Raketen in Polen eingeschlagen sind. Wahrscheinlich versehentlich, aber cool. Cool, das wollte ich schon immer mal morgendlichen zu meiner Morgenroutine gehören. Aber heute ist Lab nicht so krass voll, also mittwochs und Donnerstag sind bei mir eher entspanntere Tage, weil ich da weniger experimentell zu tun habe und nur eine Sache wirklich anfangen muss. Und dann Freitag wird wieder ein richtiger krasser Tag, aber ja. Ich hoffe einfach, dass es mit diesem Mikro aufnimmt, weil sonst die Qualität einfach furchtbar ist. Ich hatte heute einen super guten Talk mit einer Kollegin, die was Ähnliches gemacht hat, aber nicht ganz das Gleiche wie ich. Und sie hat dann mit einem Postdoc, also jemanden, der schon einen Doktor hat und dann hier als Wissenschaftler arbeitet, zusammen einen Code geschrieben, der sehr viele Dinge macht, die ich brauche. Und wir haben das heute alles durchgesprochen und ich habe mich mega gefreut. Und jetzt habe ich gelernt, wie man das anwendet und so weiter. Und es macht mich natürlich sehr, sehr glücklich. Ich bin jetzt also super guter Dinge. Ich weiß jetzt, wie ich meine Analyse machen kann. Ich muss dann natürlich danach die Statistik von der Analyse selbst machen. Das ist natürlich nochmal ein großer Batzen Arbeit, aber das meiste ist dann damit wirklich getan. Ich muss nicht so viel abwenden, wie ich dachte. Also super gut. Jetzt brauche ich nur noch Daten. Mal schauen, wann die kommen. Wir hören jetzt auf. Ich habe jetzt ein paar Plasmide bestellt. Und zwar habe ich so ein Zweitprojekt für eine Praktikantin hier gefunden. Dann machen wir gleich mal weiter im Lab. Ich war jetzt gerade in der Zellkultur. Ich habe leider vergessen zu filmen, es tut mir sehr leid. Ich habe jetzt ich will nämlich so bestimmte Zellzahlen nochmal angucken und die habe ich jetzt gerade angesetzt. Ich habe allerdings vergessen, das passiert einfach manchmal im Labor, dass ich nach 2 Stunden das Medium nochmal auffüllen muss, nachdem die Zellen adheriert haben, also nachdem die Zellen sich anfangen festzuhalten an der Oberfläche, muss ich nochmal mehr Medium drauf geben. Und das kann ich immer erst 2 Stunden später machen, also 1,5 bis 2. Und es ist jetzt 6 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, zum Café Botanik gehen. Das ist so ein Café in unserer Mensa drin. Das hat aber auch etwas später am Abend geöffnet. Also man kann auch zu Abend essen. Und ich glaube, ich fahre jetzt einfach rüber, hole mir was zu essen und dann fahre ich halt einfach etwas später heim. Ich glaube, ich nehme meinen Laptop mit und gucke mal, was ich dann so in der Zwischenzeit schnell arbeiten kann oder machen kann im Allgemeinen. We will see.
Wir sind zu Hause, es ist 7:55, es ist also nicht zu krass ausgeartet. Die Zellen waren nach 1,5 Stunden schon arteriert, das heißt, ja, ich konnte dann schon 7:30 drangehen. Aber ich bin heimgekommen und habe ein Paket vorgefunden und ich dachte, wir machen es zusammen auf. Ich freue mich nämlich ziemlich auf die Lieferung. Das sind Kopfhörer. Ich habe ja letztes Jahr mir die AirPods geholt und die finde ich wirklich toll. Also mir gefallen die sehr, sehr gut und die benutze ich auch jeden einzelnen Tag. Und ich habe mich jetzt sehr ans Noise Cancelling gewöhnt. Allerdings, wenn ich wirklich lange am Schreibtisch sitze, habe ich auch bei meiner letzten Lernphase gemerkt, dass ich es irgendwann einfach echt ungemütlich finde mit den AirPods und halt einfach nicht die ganze Zeit die tragen kann. Ich habe sie vor allem immer unterwegs dabei, weil sie halt so schön klein sind. Aber jetzt, wo ich Masterarbeit schreibe und wo ich ein, ja, 6 Wochen dann im Prinzip haben werde, wo ich einfach nur in der Bib den ganzen Tag sitze und schreibe, dachte ich mir, komm, ich hole mir nochmal Over-Ear-Kopfhörer, also so, die halt übers Ohr gehen. Ich habe nämlich ein paar, aber die sind sehr alt, die sind 16 Jahre alt und die haben kein Noise-Canceling und man muss die auch noch einstecken. Und ich kann sie nicht ins iPhone einstecken. Ich mag die Kopfhörer sehr gerne, aber das Noise-Canceling bringt mir schon sehr viel, muss ich sagen. Also seitdem ich die AirPods Pro habe und da auch mit Noise-Canceling immer arbeite, ich finde, das hat meine Arbeitsweise komplett revolutioniert. Also habe ich mir diese Kopfhörer geholt. Die, wie heißen sie, AirPods Max, waren mir dann mit 600 Euro für ein paar Kopfhörer ein bisschen too much. Ich habe geguckt und ich war so, are you serious? Mit Bose habe ich sehr gute Erfahrungen. Die Kopfhörer, die auch 16 Jahre alt sind, zum Einstecken sind auch zum Beispiel Bose und die funktionieren immer noch wunderbar. Sie haben nur kein Noise Cancelling. Also das ist mein exciting Lerneinkauf, mein letzter Kauf für die Uni wahrscheinlich. Dann mache ich die mal auf. Sieht schon sehr schick aus hier. Oh. She's pretty. Ich höre auch gerade eine Zeitverbrechen-Folge. Vielleicht kann ich die ja gleich einfach weiterhören hier. Damn! Die haben sich da einen Sound gegönnt, der richtig die Range von den Kopfhörern ausgepackt hat. Alright, ich werde mich jetzt einem Abendprogramm widmen und ein bisschen Entspannung machen. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Tschaußen! Guten Morgen! Ich versuche gerade meine Sachen ein bisschen zusammenzuwerkeln. Ja, es ist ein bisschen spät dran, also... Ja, wenn ich an einem Abend vorher super lange im Labor war, dann fällt es mir immer sehr schwer, am Tag danach mich aufzuraffen, muss ich ehrlich sein. Heute wieder 2 lange Inkubationen, das heißt, ich muss jetzt mich wirklich aufraffen, damit ich nicht schon wieder spät bleibe. Das ist einfach die größte Packung Kürbiskorma überhaupt. Some rice. Alright. Wir sind bereit zu gehen. Es ist 8:55, das heißt, ich werde nicht allzu spät. Let's go ins Lab. Ich habe euch ja schon gesagt, dass jede Woche bei mir eine Priorität hat und auf die ich dann mein Augenmerk lege. Aber um meine tägliche Planung zu machen, verwende ich meine Lebensinsel Study Planner. Ich finde es nämlich nochmal super wichtig, nicht nur jede Woche oder jeden Monat zu wissen, was ich erreichen möchte, sondern auch täglich planen zu können, wann ich das Ganze machen will und wie man das vor allem runterbricht. Denn sowas wie Material und Methoden in meiner Masterarbeit zu schreiben, ist ja ein sehr großes Projekt, aber jeden Tag das auf kleine Sachen zusammenzubrechen und das als Task aufzuschreiben und dann auch noch zu sagen, wann ich das erledigen möchte, das finde ich super wichtig und mache ich immer mit meinem Lebensinsel Study Planner. Die diesen Kanal schon Ewigkeiten schauen, wissen, dass ich diesen Planer liebe und ihr findet wie immer in der Description Box den Link dazu und mit meinem Code Rebecca20 bekommt ihr nach wie vor 20% Rabatt. Es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen.
Gott sei Dank hatte ich an diesem Tag nicht nur Laborarbeit, sondern auch ein bisschen Zeit, mich am Schreibtisch mal hinzusetzen und ein paar Sachen zu erledigen. Wie gesagt, meine Prioritäten sind eben Material und Methoden zu schreiben, deswegen arbeite ich einfach die ganze Zeit daran. Ich bin auch jetzt zum Zeitpunkt des Bearbeitens immer noch nicht damit fertig. Es ist einfach dann doch viel mehr Arbeit, als man sich das vorstellt. Und vor allem die Analysen haben jetzt erst begonnen. Aber ja, ich bin immer unheimlich dankbar, wenn ich dann doch ein bisschen Schreibtischzeit habe und nicht nur Laborzeit. Es gibt eben Tage, wo ich viel, viel mehr Labor habe und Tage, wo ich dann doch ein bisschen mehr Pause habe, und darum bin ich dann immer sehr, sehr dankbar. Sind jetzt einigermaßen ready, ins Labor zu gehen. Eigentlich gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich habe gestern Abend doch nochmal Sport gemacht. Ich konnte mich dazu aufraffen, was mich sehr glücklich gemacht hat. Und heute ist Freitag, das heißt, das Wochenende beginnt und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich muss zwar auch am Wochenende ins Labor rein, aber dann halt nicht so lange, immer nur sehr kurz. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Also, gehen wir jetzt ins Lab, damit wir auch heute Abend so früh wie möglich heim können.